Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und im globalen Dokkan Battle ist nun die Collaboration online zwischen Dokkan Battle und Fighters. Dementsprechend gibt es eine Crossover Special Campaign. Wir werden uns heute dementsprechend alle Informationen und Details dazu ansehen. Unter anderem haben wir natürlich das neueste Banner vom Dokkan exklusiven Charakter C17, aber auch ein kommendes Extreme Z-Battle vom Full Power Freezer und endlich das Battlefield für das globale Dokkan Battle unter einem anderen Namen jedoch. Wir werden uns, wie gesagt, alle Informationen und Details jetzt genauer dazu ansehen. Wie gesagt, Crossover Special Campaign Dragon Ball Fighters. Und zwar, was erwartet uns in dieser Kampagne? Das gucken wir uns natürlich jetzt detailreich, wie gesagt, an. Let's go. Und zwar, außerhalb davon, dass wir wissen, dass Android 21 und C17 im Banner kommen, haben wir noch einen Login-Boni. Wir bekommen da, gucken da gleich rein, was wir bekommen daily. Aber es ist daily ein Zone und ein bisschen mehr. Das Ganze geht bis zum 25. Oktober, 2 Uhr nachts unserer Zeit, beziehungsweise 1.59 Uhr morgens nachts, je nachdem, wie man das nehmen will. Ansonsten haben wir noch Special-Missionen, die gucken wir uns auch genau an. Ein Sale kommt online, das kommt am, also heute um 10.30 Uhr, je nachdem, wann ihr das Video seht, ist schon online oder wird noch online kommen. Dementsprechend, ja, wisst ihr Bescheid. Das Banner selbst kommt gleich in ein paar Minuten online, das werden wir gleich uns näher betrachten, welche Charaktere denn da gefeatured sind, ob sie was geändert hat, etc. Diejenigen, die das haben, wünsche ich auf jeden Fall jetzt schon mal viel Glück. Ansonsten haben wir noch ein Filler, nicht Filler-Banner, sondern ja, Kategorie-Banner von den Android-Charakteren. Das kommt ebenso online, beziehungsweise sollte schon online sein, wenn ihr das Ganze hier anseht. Und zwar haben wir dann noch das Special-Event, gucken wir uns gleich detailreicher an, zu Dragon Ball Fighters, was ihr da mitnehmen könnt, mitnehmen solltet. Dann haben wir natürlich das Dokkan-Event von C17, was ebenso online ist. Bulmas Event ist ebenso online, wenn ihr das Ganze anseht. Das ist die Free-to-Play-Bulma, die ihr auf 100% Free-to-Play bringen könnt. Dazu ihr sollt ich auch ein Video haben, könnt ihr euch gerne abchecken. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Ansonsten funktioniert das aber genauso wie die anderen Free-to-Play 100% Units, die man auf 100% quasi bringen kann. Wie Goku Junior etc. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid an der Stelle. Der neueste Piccolo etc. Dann haben wir hier noch ein Story-Event, das kommt ebenso online zu Tarble, ist auch schon online, wenn ihr das Ganze anseht, und Training in the Clouds hier, Renewal, wurde quasi erneuert hier, könnt ihr euch auch gerne mal ansehen, und zwar, die Sache ist die, was wurde hier erneuert, das ist eine gute Frage, und zwar, also ich habe mir nochmal ganz kurz reinguckt, und zwar, was neu reinkam, ist eigentlich, dass quasi Mr. Popo uns jetzt mehr Experience gibt, und es, also der Goku, Kid Goku oder Piccolo höher die Häufigkeit erhöht wurde, dass sie erscheinen, die auch gewisse andere Sachen geben, also gewisse Rarität, also Rare Items etc., wie es hier dran steht, sei es Training Items und so und so fort, Awakening Medals. Also es wurde quasi ein bisschen an der Drop Rate herumgeschraubt, wenn mich nicht alles täuscht. Anyway, gehen wir aber wieder zurück und sah, wo waren wir stehen geblieben, bei den Training in the Clouds, richtig. Und was kommt danach? Ah, ihr habt es gesehen, das Extreme Z-Battle von Freezer. Wenn das Ganze lädt jetzt, dankeschön. Und zwar das Extreme Z-Battle von Freezer, beziehungsweise auch das Extreme Z-Banner, kommt online am Dienstag. Nächste Woche Dienstag am 9. Oktober ab 8.30 Uhr kommt, wie gesagt, das Banner online. Sowohl als auch das Extreme Z-Battle, sowohl als auch eine neue Pilaf-Stove-Pack. Da könnt ihr euch so Extreme Z-Tickets kaufen. Mit denen könnt ihr auch im Banner summonen, aber in diesem Banner könnt ihr auch eigentlich mit Dragonstone summonen, so wie das immer sein sollte. Wie gesagt, das Extreme Z-Battle kommt nächste Woche um 8.30 Uhr unserer Zeit, Dienstag. Das Storyline von Raditz kommt ebenso nächste Woche Dienstag online, 8.30 Uhr und boom, endlich Freunde, hier das Battlefield. Viele haben auf das Battlefield gewartet, ist ein Game-Modus, diejenigen, die das nicht kennen, um es kurz zu sagen, man kann da 100 seiner UR-Charaktere mitnehmen, die müssen mindestens auf UR sein, in das Battlefield, beziehungsweise hier heißt es Virtual Dokkan Ultimate Clash. Ich benutze immer noch mal Battlefield. Und mit diesen Charakteren werdet ihr dann Step by Step gegen Gegner kämpfen. Die Charaktere, die ihr schon benutzt habt, könnt ihr nicht mehr nutzen. Und so geht ihr immer weiter voran. Man kann keinen Friend nutzen, sondern man setzt einen eigenen Subleader. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein neuer Modus, wird auf jeden Fall spaßig. Wenn das Ganze rauskommt, gucken wir uns das auf jeden Fall genauer an. Ansonsten machen wir das auch gerne ab und zu mal in den JP-Streams. Alles, also Dokkan Battle JP. Wann kommt das Battlefield? Und zwar am 17. Oktober, 8.30 Uhr unserer Zeit. Was bekommt man aus dem Battlefield, was wichtig ist? Unter anderem gibt es dann, wird eine neue Währung eingeführt fürs Battlefield und damit kann man die verbleibenden Ginyu-Dupes holen, Tech-Ginyu, in JP eigentlich auch den physisch Ginyu, denn vor dem Tech-Ginyu gab es eigentlich ein physisch Ginyu und auch Elemental Cooler in der Zukunft und natürlich auch die Battlefield-Medaillen und gewisse Einzelcharaktere. Das gucken wir uns alles detaillierter an, wenn das Ganze online kommt. Okay, das Story-Event kommt ebenso online von The Otherworld Mighties.
Und zwar kommt das online am 17. Oktober, 8:30 Uhr unsere Zeit. Bojack Event kommt ebenso online am 19. Oktober, 8:30 Uhr unsere Zeit. Und Strength Banner kommt ebenso online am 19. Oktober um 8:30 Uhr unsere Zeit. Sowohl als auch haben wir jetzt ab sofort Double Experience auf die Quest Stages. Okay, Freunde, wir gucken uns ganz kurz mal das Login-Boni an, denn jetzt sollten auch die News zu dem Banner online sein und zum Event. Und im Anschluss machen wir das. Und zwar, wie ihr sie reinguckt, bekommen wir jeden Tag einen Stone. Loggt euch auf jeden Fall ein. Wie gesagt, das Ganze geht hier bis zum 25. beziehungsweise mit dem Login-Boni 26. Oktober. Special Missions schauen wir uns an, dann refreshen wir mal die Seite. Dann sehen wir das ganze Banner. Ich sehe es dann auch zum ersten Mal, wie es in den News steht. Aber Special Missions, jeden Tag, was müsst ihr machen? Ihr müsst einmal, wenn ihr Turtle, das sind jetzt die Daily Missionen, Turtle School Training, wenn ihr das einmal killt, bekommt ihr Sachen, Herkules World Tournament Stage ebenso, Training in the Clouds ebenso daily, eine Story Event daily, bekommt ihr ein Training Location, irgendwelche Stages dreimal, bekommt ihr auch gewisse Items, ein Dokument, also wenn ihr Samstag ein Dokument killt und Sonntag ebenso eins, bekommt ihr einmal Shin-Medaillen, einmal Elder-Kai-Medaillen, alles klar. Das sind jetzt quasi die wichtigen Missionen, das sind Time-Limited-Missionen, heißt während der ganzen Celebration könnt ihr diese machen. 25. Oktober, wie gesagt, 25. Oktober habt ihr Zeit bis dahin, solltet das online sein, richtig, 25. Oktober, 1.59 Uhr. Was müsst ihr machen, damit ihr alles bekommt? Und zwar, Nummer 1, ihr müsst unter speziellen Bedingungen eine Stage clearen. Was ist die spezielle Bedingung? Ihr müsst einmal mit Android 21 eine Stage bewältigen, wenn ihr sie in eurem Team habt. Ihr bekommt sie Free-to-Play, das werden wir gleich sehen. Also eine Free-to-Play-Variante gibt es, besser gesagt. Zweite, Nummer 2 ist, ihr müsst wieder unter Special Condition, das ist, wenn ihr mit einem Charakter, der aus der Android-Kategorie ist, ein Event bewältigt, ganz einfach. Also ein Android-Charakter muss in eurem Team sein, von der Kategorie. Dann, wenn ihr ein Story-Event macht, bis zu 1, 2, 3, 10 Mal bekommt ihr gewisse Sachen, beim 10. Mal ein Stone, selbes gilt für die Duke-Events, 1, 3, 5, 10 Mal bekommt ihr auch 2 Stones. Wenn ihr 100, 300, 500, 1000, 1500 Stamina verbraucht, bekommt ihr ebenso gewisse Sachen, wie ihr hier seht. Und im Endeffekt, wenn ihr eine Stage in unter 2 Minuten und 10 Sekunden schafft und das bis zu 10 Mal, also 10 Mal müsst ihr das machen, bekommt ihr auch Medaillen. Wenn ihr eine Stage 10 Mal schafft, ohne ein Item zu benutzen, bekommt ihr ebenso eine Shin-Medaille. Wenn ihr 10 Mal eine Stage schafft, ohne Schaden zu bekommen, bekommt ihr wieder eine Medaille. Und wenn ihr 10 Mal eine Stage schafft, ohne ein Continue zu verbrauchen, also ohne dass ihr verliert und dann Continue benutzt, bekommt ihr auch eine Elder-Kai-Medaille. Warum das Ganze? Nun, wenn ihr dann 10 aus diesen Fighters-Missionen schafft, bekommt ihr 5 Dragonstones. Wenn ihr alle schafft, bekommt ihr 10 Dragonstones. Alles klar, Freunde. Jetzt gucken wir uns mal das Banner an. Jetzt bin ich drauf gespannt. Sowohl das Story-Event bzw. das Special-Event, was ihr da wissen solltet, sowohl als auch das Banner, gehen wir erstmal hier rein. Und zwar, wie gesagt, die ganzen Events sind online. Könnt ihr euch mal gerne abchecken. Hier, gucken wir uns erstmal das Special-Event an. Was gibt es hier für euch zu holen? Nun, außerhalb davon, dass da natürlich auch gewisse einzelne Missionen reingekommen sind, die könnt ihr euch in der Missions-Section gerne mal abchecken. Aber auf Stage 1 hier, wie ihr seht, es gibt 9 Stages, jede Stage gibt 1 Stone. Was ist hier gut oder wichtig ist, was ihr mitnehmen könnt, ist auf Stage 4 droppt, wie gesagt, Android 21. Sie ist ein Free-to-Play-Charakter. Bei jedem Free-to-Play-Charakter an sich würde ich euch empfehlen, holt sie euch, bringt sie auf SA10 Free-to-Play, könnt ihr machen auf jeden Fall, macht das zumindest und dann den erweckt. Kann man sie im Android-Team spielen und sie ist eine Android-Supporterin fürs Android-Kategorie-Team. Also sie ist gar nicht mal so schlecht, braucht ihr wie gesagt für die speziellen Missionen auch. Außerhalb davon droppen natürlich noch die Medaillen, um sie zu awaken. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, hier droppen mal Sensubin etc. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, was in der Stage hier droppt. Wie gesagt, wichtig für euch wäre hier Android 21 zu holen, um sie zu awaken. Aber diese gibt kein Level auf die Essay von Android 21, die wir summonen können. Ganz wichtig, nicht, dass ihr da was verwechselt. Das Dokument von C17 ist online, das werden wir uns die Tage auch noch ansehen, bevor, beziehungsweise wenn ihr das schon mal machen wollt, was gibt es da zu sagen? Und zwar, sie hat Super 2 ganz klar neue Dokument-Event-Medaillen und ab einer bestimmten Stufe, ab Stufe hier seht ihr das, in der dritten Phase auf Super 2 oder auch auf sie hat, in der dritten Phase ist C17 immun gegen Angriffe, die aus einem Keyblast resultieren, also Ultis, die aus einem Keyblast resultieren. Heißt, ihr müsst ihn mit Ultis treffen, mit Superattacken, die Nahkampf, auf Melee-Schaden ausgelegt sind, die Nahkampf verursachen. Wie erkennt ihr das, zeige ich euch gleich. Das müsst ihr quasi da beachten. Ansonsten kämpft ihr am Anfang gegen In-Type, zweimal Tech und dann gegen Physisch. Das Event ist machbar. Ja, jedes Kategorie-Team oder sogar ein Neo-Guard-Team würde das Event schaffen, wenn ihr da ein gutes habt. Ansonsten achtet, wie gesagt, darauf, auf die Barriere Phase 3. Da müsst ihr Melee-Attacken machen, denn die Keyblast-Attacken dodgt er. Alles klar. C17 haben wir uns detailreich angesehen. 7 Siegmedaillen braucht ihr für ihn. Für Android 21 35 Medaillen.
Und ansonsten für den Dude hier braucht ihr auch die Medaillen. Das sollten 21 von C17 sein und der Rest vom Strike-Event von C16. Außerhalb davon, lasst mich ganz kurz zeigen, bevor wir uns das Banner zum Abschluss ansehen, was ich meinte mit den Ultis. Wenn ihr zum Beispiel bei euren Charakter schaut, auf der Ulti, wenn er so ein Keyblast-Zeichen ist, seht ihr das? Final Impact, da ist so ein Kamehameha-Zeichen-Symbol, nenne ich es mal. Das sind Ultis, die auf Keyblast resultieren. Und die anderen, da wo das nicht ist, wie bei Final Explosion zumindest, da ist dieses Symbol nicht. Das sind Ultis, die quasi Melee sind, also Nahkampf-Ultis. Und die tun dann quasi Schaden machen, wenn er in der Barriere ist und die Keyblast-Ultis nicht. Okay, Freunde. Last but not least natürlich das Banner. Gucken wir uns mal an, ob sich da irgendwas geändert hat im Banner von unserem Boy C17. Natürlich haben wir quasi einen Kategorie-Banner. Kurz dazu was sagen, ihr könnt 3 Mutis machen, das kostet jeweils euch 30 Stones. Da sind auch alle LR-Charaktere nicht gefeatured. Auch der neue Goku und Freezer ist natürlich gefeatured. Müsst ihr selber wissen, ob ihr da reingehen wollt oder nicht. Außerhalb davon sind dann nur Android-Charaktere, die ihr wollt für ein Android-Team, außer den LRs. Warum wollt ihr die Android-Charaktere? Wie gesagt, zum Abschluss. Ah, ich sehe schon Super 17, das macht mir Angst. Zum Abschluss, C17s Banner hat sich nicht viel geändert, alles wie es ist, wie wir es im Banner-Preview gesehen haben. Yes, leider, wie gesagt, das Sale wird noch online kommen, der Sale, bei mir ist noch nicht online. Oh mein Gott, Super 17 da zu sehen wird wehtun, weil ich habe ihn auf 100 und ich habe noch sehr, sehr viele rumliegen. Und Tapion ist auch da, okay, am Banner hat sich nichts geändert, Freunde, ich wünsche auf jeden Fall mal jetzt schon mal sehr viel Glück im Banner, die irgendwie zusammen werden. Ihr habt die ganze Information zu der Celebration, wir werden heute noch zusammen, das Video werdet ihr heute auch noch sehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.